Und Impfdaten aus Großbritannien zeigen zwar, dass die Impfungen von BioNTech und AstraZeneca sehr gut vor schweren Verläufen durch Delta schützen. Das gilt aber eben nur für vollständig Geimpfte. Bei einer unvollständigen Impfserie kann die Delta-Variante weiter übertragen werden. 29,6% haben den vollen Impfschutz. Das ist fast jeder Dritte. Und das sind zwei wichtige Meilensteine für Deutschland, für unsere Impfkampagne. Aber es heißt gleichzeitig auch, das Tempo weiter hochhalten, weil wir natürlich weitermachen wollen, bis alle geschützt sind. Die Delta-Variante hat am Moment einen Anteil von rund 6%. Das können Sie auch dem gestrigen Bericht entnehmen. Aber der Anteil nimmt zu. Wir müssen diese Entwicklung daher sehr genau beobachten. Es ist nämlich klar, dass die Entwicklung eben davon abhängt, wie wir die Maßnahmen weiterhin umsetzen. Es ist tatsächlich keine Frage, ob Delta die führende wird, sondern nur wann. Innerhalb weniger Wochen wird es, Stand heute, mit den Lieferungen, die wir erwarten dürfen, möglich sein, allen impfwilligen Erwachsenen auch ein Impfangebot zu machen. Allein von den mRNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna sind so viele Lieferungen bis Ende Juli zugesagt. Bitte nehmen Sie auch vor allem die Zweitimpfung wahr. Nur mit einer vollständigen Impfung sind Sie bestmöglich geschützt. So kommen wir sicher durch den Sommer und meistern auch den Herbst. Zwischen 5.000 und 6.000 Betriebsärztinnen und Betriebsärzte impfen jede Woche mit. Im Moment sind es um die 700.000 Impfdosen pro Woche. Ich weiß, Sie könnten auch noch mehr. Wir haben auch letzten Montag, also Montag vor 8 Tagen, unser Anmeldesystem freigeschalten. Und Sie werden es kaum glauben, der Andrang war riesig. Ne? Und innerhalb von einigen Minuten war das System ausgebucht, waren keine Termine mehr frei.